Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit dem lieben Breakfry. Moin Moin. Einen schönen guten Tag. Wer macht jetzt hier die Vorhut? Ja, das eine Mal. Okay, das sind so Sachen für dich noch drin. Okay. Antenne, Deko. Ach, das ist die Antenne hier. Das ist aber nur Deko. Sehr interessant. Aber jetzt müssen wir mal überlegen oder gucken, was die denn bringt, wenn man die abbaut. Die Antenne? Mhm. Ist ja nur Deko. Wahrscheinlich. Ja, aber Materialien gibt es trotzdem, ne? Ja, ja, ja. Bringt ja irgendwie alles Material. Lustigerweise ist hier noch eine Tür nebenan. Ich habe einen Fahrstuhl nach. Ach nee, das ist der Fahrstuhl nach unten, da kommen wir ja her, ne? Genau, das war die Tür, wo wir gerade drin waren, ja. Aber okay. Ich nehme mal das Alien-Zeug hier weg. Den Treibstofftank hier. Wie kommen wir überhaupt wieder raus hier? Wo geht's nach Hause? Hier rum. Wo? Hier? Ja, dadurch, sicher? Hm? So, weil ich würde ganz gerne zu so einem. Ja, genau. Ja, okay, jetzt weiß ich es wieder. Ich würde ganz gerne mal zu so einem Sauerstofftank. Möchtest du noch ein bisschen Sauerstoff haben? Ich habe nämlich. Nee, das ist ja. Das wäre jetzt ja Verschwendung, weil. Ich habe doch welche reingepackt. Ich kann ja, Ach so, ich kann jetzt den großen atmen. So. Ich überlege nur gerade, in welcher Etage die waren, Mensch. Ich glaube hier. Ja, hier. Oh, ist das schön. Oh ja. Und nochmal und heilen können wir uns auch. Und gucken wir uns noch eine Wurst grillen. Ja. Lecker Salami. Ich esse jetzt auch was, du. Ja. Und dann ziehen wir in den Kampf gegen die Drohnen. Ey, ja. Die gehen mir so auf den Sack, dieses Geräusch. Ich möchte gerne die Felder noch abbauen oben. Falsche Richtung, du. Ja, ich glaube auch. Ja, ja. Sag mal, hier ist doch noch. Ist das nur Optik hier mit dem Roten? Das. Ja. Gut aus, ne? Glaube zumindest. Ja, mal gucken. Ach, ja. Hier ist das. Ach. Boah. Ah. Können wir hier hochfliegen? Ja, ne? Müssen wir da. Also ich will jetzt nicht ganz. Ich will nicht wieder den ganzen Weg laufen. So, weggedrillt. Und. Nein! Die Alien-Matsch schon ein bisschen wegmachen. Ja, doch. Ja, ja, wir kommen jetzt zu dir da oben. Mach mal nicht so einen Terror. So, okay, ich bin wieder oben. Hier lang? Hier ist ein Fahrstuhl und nach oben. Den Weg verloren, ach da, genau. Ui. Ja, da ist irgendwas richtig sauer. Läuft der Well ganz schnell, ganz schnell. Oh! Oh, warte mal, Screenshot. Ja. Ich mach da irgendwie keine Screenshots mehr mit App. Die ist auf alle Fälle, ist auf alle Fälle angepisst, diese Drohne. Da ist sie. Und was glaubt die wohl, wie angepisst wir jetzt sind? Ja, fertig, Feuer frei. Oh. Wow. Auch einen abbekommen. Ja. Hat die sich noch im Tod gewehrt? Es war nur diese eine blöde Drohne. Gucken wir mal eben die Felder hier. Ah, okay, da sind noch ein paar Elektronics, ein Reaktorkern drin, Metallstücke und Kabel in der Drohne. Ja, und nehmen wir doch alles gerne mit. Hm, ach, schade, Mensch. Was ist das denn jetzt hier? Wow, die eine Hälfte liegt hier. Wenn du mit dem Zerlegewerkzeug eine Akkufrucht kaputt machst, kriegst du dafür 400 XP. Echt? Level 16, ja. Krass. Das ist ja geil. Also pass auf, unser Cockpit ist noch da. Ja. Ach, der Core ist weg. Es ist kein Kern mehr drin. Der Generator ist noch da. Es sind auch noch Frachtboxen da. Oh, das ist auch noch Alien-Plasma und so alles drin in den Frachtboxen. Okay. Ich glaube, die Viecher gehen wirklich erst auf den Core. Nein, das sind immer noch. Aber ich glaube, wir bauen es ab dann, ne? Aber ja, das Alien-Plasma kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Alien-Plasma T6, kannst du das noch mitnehmen? Hast du nur noch einen Platz frei? Ich guck gleich mal, ja. Ich baue mal eben die Felder ab. Dann gucke ich mir das mal an.
Ich guck gerade, ich könnte einen Kaffee anschmeißen, das würde wohl gehen, dann ist der weg. Und eine Wurst habe ich noch. Alien Tooth brauchen wir doch nicht unbedingt, oder? Wofür brauchen wir die? Nee, da haben wir schon so viele. Die könnte ich wegschmeißen. Ja, ja. Dann nehme ich das T6 mit, das Alien Plasma. Ein Pflanzenlicht und zwei Pflanzboxen sind hier noch drin. Oh, sehr gut. Ja, nehmen wir. Aber die kann ich nicht mitnehmen. Musst du gucken. Okay, dann nehme ich und dann kann man vielleicht das Cockpit abbauen oder sowas. Du hast ja, Generator. Du hast ja die ganzen Electronics, glaube ich. Nicht. Bau die beiden Pflanzenlichter mal hin und bau die gleich wieder ab. Geht nicht, weil es unser. Nee, bau doch im Cockpit und den Generator. Kannst du den nicht abbauen? Dann kannst du die Teile vielleicht aussammeln. Weil ich glaube, reparieren macht hier jetzt keinen Sinn mehr, ne? Aber dann können wir hier mitnehmen. Ein Neubau macht doch auch mehr Spaß. Weil ich kann dir ein bisschen helfen dabei. Okay. Danke. Ja, gut. Und hier noch, ist noch eine Richtungsschubdüse. Ja. Und das Landing Gear könnte man eigentlich mal versuchen abzubauen, aber ich glaube, ich kriege das Granier gar nicht mehr in die Tasche rein. Ich weiß ja nicht, was da für Komponenten rauskommen und was ich dann nicht kriege. Aber wenn man voll ist, ist man voll, ne? Das ist ein bisschen doof. Dauert aber hier, so jetzt. Kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt Sachen bekommen habe oder nicht. Ja, die hat die Basis hier ganz schön auseinandergepflückt, ne? Dafür, dass das ja ursprünglich mal oben auf der Landeplattform stand, das Raumschiff. Ja. Krass, ne? Hier in der Drohne war noch was drin. Ah, super. So, und jetzt mal gucken, wo geht's denn nach Hause? Ach du, unsere Basis sieht man ja da hinten schon. Jo. Ob wir dann jetzt mal einen Kaffee einschmeißen und das mal ausprobieren oder... ich habe den Grund schon eingeschmissen. Für was denn? Ausdauer war leer. Ja, aber wo hast du denn da jetzt Ausdauer gebraucht? Hier hinterhergerannt bin in der letzten Folge. Ach, komm. Der Drohne. Sagt die Person, die immer als schnellster irgendwie bei irgendwelchen Geschütztürmen ist. Ja, dann muss ich dich leider zurücklassen. Kannst du mich ja abholen. Ach, dein Schiff ist ja auch noch nicht fertig, ne? Nee. Ich könnte mit deinem fliegen. Oh, der hängt, ja hier, der hängt ja hier auch auf 7:30, du. Ja. Der schwebende Riese. Das nenne ich mal Körperbeherrschung. Ja. Nee, die Steine kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Aber das Promethium habe ich mitgenommen. Auf die schieße ich gar nicht, weil ich kann es eh nicht mitnehmen. Nö, aber die EP. Okay, na, schon wieder, ja, aber das ist ja, wenn man das Fleisch nicht mehr mitnehmen kann, ist das ja aber auch Verschwendung. Noch ein Riese. Ja. So, dann machen wir mal. Aber ich würde die Tiere nicht einfach nur killen, weil wir kein Fleisch haben. Wenn du das Fleisch nicht mitnehmen kannst. Die bleiben ja liegen. Ich könnte mal rein theoretisch nachher wieder einsammeln. Ja, dann gehst du aber nicht wieder hin. Also ich weiß nicht, wie das mit dem Respawn hier ist, wie schnell der kommt. Das kann ich gar nicht sagen. Also nicht, dass das zum Nachteil wird, wenn die hier alle... Ich glaube nicht. Guck mal, da spawnt doch schon wieder einer. Nee, der war eben schon da. Nee, so ein Wurm ist halt da gespawnt wieder. So. Ja, dann knall du mal. Ich laufe jetzt rüber. Ich schneide mir jetzt mal einen Kaffee ein. Was ist denn das noch? Mehr als 700 Meter, ne? Das kann durchaus geiles sein. Geiles Geräusch. Ja. Den verbraucht man jetzt? Moment, der Kaffee bringt nur einmalig Ausdauer oder gibt es einen Buff? Ja. Das gibt keinen Buff? Nee, kein Buff. Ach, das ist ja... Echt? Das hätte ich jetzt aber anders erwartet. Das ist ja blöd. Also gut, dann ist es halt so in dem Spiel, aber das hätte ich jetzt aber wirklich anders erwartet, dass Kaffee einen Buff bringt. Also kennt man ja... Leider also, nicht. Nicht nur aus Seven Days, aber so ein Ausdauer-Buff gibt es ja in jedem Spiel. Ich kenne jetzt keins, wo es keinen gibt.
irgendwie saufe ich ab. Kann ich nicht schwimmen. Du musst einen Slot haben, wo du nichts drin hast. Alles klar. Na gut, und dann hatte ich auch noch Jetpack an. Das ist dann doppelt schwierig. Aber das sieht geil aus, wie du schwimmst. Warte mal, du kraulst ja richtig. Ja? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, ja. So weit hinter dir, ich sehe es nur aus der Ferne, aber es sieht sehr lustig aus. Dann komm her. Wo bist du denn? Ach, du, komm, ach ja, du kraulst da auch. Geil. Warte mal. Ah, Foto von. Kraulen im Sonnenuntergang. Ja. Geh nochmal schön von der Seite. Das sieht aus, ey. Geil. Okay. Ja, nur Unfug um den Kopf hier. Kommen wir zurück. Dann kraulen wir nach Hause. Genau. Ja, gut, schade, dass das Schiff kaputt ist, aber da habe ich ja irgendwie auch irgendwie mit gerechnet. Deshalb sind wir mit dem alten Jahr geflogen. Höre. Aber wenn ich mal überlege, was wir da an Erz rausgeholt haben. Ja. Ordentlich. Auch die Teile alle. Super. Ja. Kann man gar nicht. Nee, schade, dass man gar nicht ins Inventar gucken kann, während man schwimmt. Weißt du, was jetzt fehlen würde? Sind Drohnenangriff von oben. Er zeigt mir gar nicht mehr die Meter. Er zeigt mir gar nicht mehr die Meter an. Nee, wir sind noch nicht nah genug dran. Ist noch ein bisschen, glaube ich. Nee, bei 400 oder 700 Metern zeigt er das doch schon an. Ja, wahrscheinlich noch weiter weg. Das glaube ich nicht. Also, ich habe das Gefühl, das Wasser bewegt sich in der Schwimmbewegung viel schneller, als man wirklich nach vorne kommt, oder? Ja. Weil das sieht unheimlich rasant aus, das Schwimmen. Über 80 Sachen hier zum Jetski drüber ballern. Genau. Sieht das geil aus. Ach, wir können unseren Charakter jetzt ja auch nochmal ummodellieren, ne? Andere Haarfarben oder gibt's ja verschiedene Sachen. Das haben sie ja irgendwie auch, da haben sie auch irgendwas dran gemacht. Noch 11 Stunden bis zum, was, Sonnenaufgang? Soll das denn jetzt Nacht sein hier? Ja, es wird gerade Nacht. Ah ja, ach ja, doch, jetzt merke ich, oh, jetzt wird's dunkel, ja. Tja. Das ist doch schön. Boah, das ist aber noch ein weiter Weg, glaube ich, oder? Ja, warte mal, meine Nachbarin ruft mich gerade an. nee, ist gerade schlecht. Möchten jetzt so gerne bohren. Nee, das ist eine andere. Kann ich jetzt in der Aufnahme auch nicht rangehen. Die ist aber hartnäckig. Die liegt gar nicht auf. Oh, wie sie gleich zurück. Oh doch, ja, wir waren zu weit weg. Jetzt sind es 700 Meter, du. 2,4 Meter pro Sekunde. Krass. 10 Sekunden sind 24 Meter. Oh, dieses Schwimmgeräusch, ich muss gleich aufs Klo, du. Ja, ich drück auch schon. Schwimm schneller. Ich würde gerne währenddessen mal im Inventar gucken, was ich jetzt alles so gesammelt habe. Dann bleibe ich ja stehen. Na, du pirschst dich da kurz von links ran, ne? Ja, Tatsache. Geht er schneller mit dem Jetpack? Das glaube ich nicht. Das sieht nur schwieriger aus. Ja doch, du holst ein bisschen auf, aber es sieht komisch aus. Das ich verliere sehr immer, wenn ich ins Wasser reinklatsche. Nee, das holst du wieder auf. Also du kommst schon ein bisschen schneller voran. Glaube ich. Nicht nennenswert, aber. Aber wenn ich jetzt nach Ausdauer hätte, ich würde dir so wegkraulen. Doch, du bist wirklich schneller. Und da vorne ist auch schon wieder Landensicht. Landensicht! Guck mal, das ist unser nächstes Reiseziel. Geht gerade über der Base auf. Der Mond. Ja. Nee, das ist Ninguis. Das ist der Eisplanet. Von diesen grünen Flecken da. Ach ja, doch. Ja, auf dem war ich auch mal irgendwann solo. Schon länger her. Da sind diese Skorpione in Blau, ne? Und riesige Ressourcen vorkommen. Diese Skorpione, die so blau leuchten, sind da. Gleich haben wir es geschafft. Ja, du hast einen ganz schönen Vorsprung. Ich habe noch 384 Meter. 330, da hat mich wieder an Land.
Also den Vorsprung merkt man jetzt. Ja. Na, das sind auch schon wieder Skorpione. Das ist so witzig, wenn man sich bewegt. Jetzt geht der Planet langsam auf. Wenn du jetzt rennst, dann geht er wesentlich schneller. Ja. Das stimmt. Hier, guck mal, hier ist eine Aquapflanze. Jetzt bau die mal ab mit dem Reparaturwerkzeug zum Beispiel. Hast du was gekriegt oder nicht? Keine Ahnung, wo wird es nochmal angezeigt? Ich kann nichts sehen. Unten links über der Gesundheit und so. Nö, krieg ich gar nichts. Okay. Irgendwie zeigt der Baby überhaupt gar keine XP an, glaube ich. Mehr. Auch nicht, wenn ich irgendwie was mit abschieße. Also auch wenn ich es alleine abschieße. Finde ich komisch. Hm. Oder ich bin blind. Das kann auch sein. Das mache ich jetzt. Lack schießt. Wir haben es geschafft, ohne zu sterben. Stimmt. Das muss ja auch mal gelobt werden. Genau. Dann loben wir uns selber. Ja, aber keiner gestorben. Gute Sache, ne? Einen und ich habe auch nur ein großes Medipack, glaube ich, genommen. Und ein kleines. Ein großes und ein kleines habe ich verloren. Hatte ich auch, ja. Na nun, was steht denn? Achso. Ja, das Flakgeschütz ist, glaube ich, gegen Luft logischerweise besser. Heißt ja auch Flugabwehrkanone, ne? So, ich schmeiß mal jetzt alle Mats hier rein eben. So, dat. Ich schmeiß mal die Erze hier hinten rein und Vanillin da oben. Ja, wir 52. Haben 145 geil. Magnesiumerz, 132 Neodym, 138 Silizium, 136 Kupfer, 172 Kobalt, 165 Eisenerz. Das waren nur die Erze. Und jetzt kommen noch 32 Kupferbarren, 51 Neodym, 37 Silizium, 45 Eisenbarren. Läuft. Würde ich auch sagen, ich fütter mal hier eben den Advanced Konstruktor mit ein paar Barren. Das war hier. Ich glaube, da sortiere ich auch mal eben um in dem großen Konstruktor hier. Motor. Das. Glas. Eisenbahn. Das hat sich mal richtig gelohnt, muss ich sagen. Ja, richtig gut. Ja, aber richtig gut. Ich pack mal unsere ganzen Barren, die wir haben, nach oben in den Konstruktor. Mhm. Nur damit wir mal sehen, was da überhaupt so drin ist. Magnesium, haben wir denn hier noch Magnesium? Magnesium, klar, hier kann ich dir geben. Cool, oder so 20 oder so. Was? Pulver? 20 Stück oder so reichen, ja. Warte mal, da. Das sind 50. Ja. Also 49. So. Aber ich möchte wirklich mal gucken, dass wir, vielleicht kann man das ja mal machen, dass man die wichtigen Rohstoffe wirklich mal oben einsortiert. Dann kriegt man auch am ehesten Überblick, was ist noch da und was fehlt. Ne? Vielleicht. Ja. Ich habe noch 9 Schuss für die Pistole über. Oh nee, da habe ich noch, über 300 Schuss habe ich noch. Das ist nicht so das Problem. Level bin ich denn jetzt? 16. Guck mal, dann kann man da bestimmt wieder mal schönes bauen. Und Gewehr muss man Level 20 für sein. Ui. Für was? Eine Minigun zum Tragen. Fürs Lasergewehr. Ah, okay. Geht einfach Stufe 2 Minigun. Pulver, Gesteinsmehl und Kunststoffrohmaterial. Das ist auch nochmal Kunststoffrohmaterial. Warum liegt denn da Alienplasma drin in dem Konstruktor? Das brauchen wir doch gar nicht, ja. Gar nicht, ne. So. Ich sortiere uns gerade mal wirklich ein bisschen unseren Konstruktor. Ja, gerne. Ich schalte mal die Laserpistole frei. Die hat 400 Meter Reichweite und einen Schaden von 85. Ja. Rotflinte Stufe 2, die ist auch besser. Das klingt nicht schlecht. Das Lasergewehr kriegen wir mit Stufe 20 freigeschaltet. Das hat dann 300 Meter Reichweite. Okay. Puls, auch nichts. Alle hatten die ganze Zeit drauf. Kraftstoffzelle Hydrogen. Komm, schalten wir mal frei. Ich weiß, aber kannst du mal hochgehen und das Ding abknallen? Das geht dann langsam auch ein bisschen auf den Senkel, oder? Dir nicht? Ja, ich weiß auch nicht, was er da hat.
Automatiktür, Minigun, Geschütz fürs Hoppermesser, okay. Also es hat jetzt gerade echt schon einen ziemlich Nervaspekt. Weil ich bin gerade am Sortieren, ich kann hier gerade nicht weg. Sonst würde ich nach oben gehen und das mal eben klar machen. Und da du ja sowieso so auf XP auf bist momentan. Ja, Ruhe. Danke. Nee, es macht noch weiter. Ja. Ich bin dafür, dass er da neue Geschütze hinbaut. Und die Flugabwehrkanonen sind gegen Bodenfeinde taugen dir nichts. Merkst ja. Weißt du nämlich nicht, wo der hinschießt hier? Ich sehe es auch gerade nicht. Komisch, komisch. So, das ist das. Dann haben wir da eine Schubdüse. Dann gebe ich. Aha. Besser sortiert kriege ich das gerade nicht. Auch mal einen H2O2-Generator. Den wir ins Wasser rauskriegen. Ja, das kannst du machen. Ich so, stelle jetzt. Teile sind drin. Ich stelle aus dem Pellet sind nur noch die großen Kraftstoffzellen her, ne? Die kleinen nicht mehr, ne? Das ist. Das ist besser. Die großen halten ja viel länger. Nein, brauchen wir trotzdem. Da kannst du dann Munition für den Drill und so weiter herstellen. Ah, Kaffee ist fertig. Wachsen. Rest wechselt auch langsam. Wofür sollte man die kleinen nehmen? Die kleinen halten viel, also sind viel weniger effizient. Ja, aus den kleinen stellst du die, die Munition her für den Drill zum Beispiel. Ach, okay. Na gut. Ah ja, okay, für den Drill. Okay, das... eben irgendwie untergegangen. Ja gut, dann macht das natürlich Sinn. Kunststoffmaterial brauchen wir im Herd oder wo brauchen wir Kunststoffmaterial? Nee, im Konstruktor auch. Ein Herd können wir auch gebrauchen, glaube ich. Warte mal. Irgendwas braucht er auch. Gesteinsmehl braucht er, ne? Ja. Gerne mal langsam anfangen. Notfall verpflegen. Wir brauchen mehr vergammeltes Fleisch noch. Okay. Viel mehr. Wenn du das sagst. Vergammeltes Lebensmittel eher. Mahlzeit 3. Oh, Samen herstellen können. Oh, ich habe noch zwei Kaffeesamen hier. Die reichen ja erstmal, ne? So, dann kommt Satium rein. Dann kommt hier auch nochmal Satium mit zu. Passt. Also wir sind, glaube ich, jetzt ganz relativ gut bestückt. Super. Und, oh, Sauerstoff. Oh, wir sind auch schon wieder bei 22 Minuten, stelle ich fest. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Mensch, das ging mal schnell rum. Das ist schon wieder so weit. Ja, so sieht's aus. Aber ein cooler Ausflug. Hat man mal auf jeden Fall, ja. Hat Spaß gemacht. Yeah, okay. Gut. Ja, dann lass uns doch einen Daumen hoch da. Wir würden uns freuen. Und immer. Was wollte ich dann machen? Ah ja, das Alien-Plasma noch einsortieren, genau. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüss.